Ich habe 41 Jahre lang für das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes eingestanden. Ich habe einen Eid geleistet auf dieses Volk. Ja? Und diesen Eid, den sehe ich heute immer noch als ganz, ganz wesentlich, auch als Politiker. Habe ich einen Eid bzw. eine Verpflichtung diesem Volk gegenüber? Und das will ich wahrnehmen. Ganz im Gegensatz zu Ihnen, ja, der mit 22 ins Parlament gegangen ist, noch niemals irgendwo ehrlich jetzt Geld verdient hat. Ja, will ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Wie wollen Sie denn für den Arbeitnehmer auf der Straße sprechen? Sie sind mit 22 ins Parlament, haben 14.000 Euro im Monat verdient. Ja. Jetzt verdienen Sie wahrscheinlich 20.000 als parlamentarischer Geschäftsführer, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ja. Sie wissen doch gar nicht, welche Sorgen der normale Bürger hat. Ja? Herr Pasierski, wissen Sie. Ja, und genau das werfe ich Ihnen vor. Sie reden hier wie der Blinde von der Farbe. Ja, es ist tatsächlich so. Und nehmen einfach die Besorgnisse der Bevölkerung überhaupt nicht auf. Nö. Die Bevölkerung hat ganz andere Probleme als Sie. Sie sind einfach nur unerträglich, Herr Schneider. Als Sie sind ein unerträglicher DDR, Mensch. Sie als SPD, Sie gerieren sich jetzt als der Vaterlandsretter, was Sie nicht sind. Nein, Sie haben dieses Land in eine Lage gebracht, dass beispielsweise das Armutsrisiko bei Arbeitslosigkeit am höchsten in Deutschland ist. Nicht irgendwo anders in der Europäischen Union. Was Sie derzeit tun, ist, Sie holen vollkommen unqualifizierte Leute in dieses Land, lassen jeden in dieses Land. Ja, wir haben mittlerweile 60-70% unqualifizierte Analphabeten, Leute, die keine Berufsausbildung haben, die hierher kommen, ja, die dem Sozialstaat auf der Tasche liegen. Ich bin ja der Auffassung, dass Asyl ist ein Grundrecht, das gilt einzuhalten. Der absolute Mehrzahl der Leute, die zu uns gekommen sind, es sind Kriegsflüchtlinge. Sie haben in den letzten Jahren haben Sie fast 2 Millionen Menschen hier reingelassen, von denen wir dauerhaft wissen, dass sie nicht zu unserem Wohlstand beitragen werden. Sie wissen werden. Deutlich mehr, nicht zu unserem Wohlstand beitragen. Hören Sie sich Hans-Werner Sinn an, Herrn Raffelhüschen an. Hans-Werner Sinn hat das IFO-Institut geleitet. Herr Raffelhüschen ist ein Professor, der gesagt hat, eine Million dieser Migranten wird uns in der Lebenszeit etwa 900 Milliarden Euro kosten. Herr Sinn spricht von 450 Milliarden Euro. Also das sind alles Kosten, die auf unsere zukünftigen Generationen zukommen. Wissen Sie, ich verstehe Ihre Arroganz nicht. Ich begrüße herzlich Carsten Schneider. Er ist Teil der neuen Großen Koalition als erster parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen. Danke. Und Georg Pasterski, er ist AfD-Landesvorsitzender in Berlin und stellvertretender Bundessprecher der Partei, die jetzt die größte Oppositionsfraktion im Deutschen Bundestag stellt. Auch Ihnen herzlich willkommen. Dankeschön. Herr Schneider, wird Merkel dann am Mittwoch als Bundeskanzlerin im ersten Wahlgang auch mit allen Stimmen der SPD wiedergewählt? Ja. Herr Pasterski, der Eintritt der SPD nun in die Große Koalition, anders als nach der Bundestagswahl gedacht und erwartet, ergibt, dass die AfD die Opposition anführt im Deutschen Bundestag. So gesehen, freuen Sie sich auf diese neue Konstellation, auf die neue Große Koalition? Nein, wir freuen uns überhaupt nicht auf die neue Große Koalition, weil wir denken, dass es für Deutschland einen Stillstand bedeutet. Natürlich werden wir im Bundestag gute Arbeit leisten und wir werden natürlich auch den Finger in die Wunden legen, die da sind. Und wenn Sie sich den Koalitionsvertrag, der ja eigentlich eine Koalitionsvereinbarung ist, anschauen, dann stellen Sie fest, dass die wirklichen Fragen überhaupt nicht beantwortet werden. Es stehen viele weiße Elefanten im Raum, die einfach nicht besprochen worden sind. Ob das die Migrationskrise ist, ob das die Eurokrise ist, ob das die Krise in der EU ist, die Krise bei der inneren Sicherheit. Ich könnte fortsetzen und es zeigt eigentlich, dass der Koalitionsvertrag oder die Koalitionsvereinbarung eigentlich nur dazu dient, den Machterhalt von Frau Merkel und natürlich auch der SPD, die ja mittlerweile in Meinungsumfragen so tief gefallen ist, dass sie gar keine andere Wahl hatte, als in eine Koalition zu gehen. Über die Themen, Sie haben einige angesprochen, sprechen wir gleich noch in Ruhe. Die Frage ist, welche, Sie haben ja schon gesagt, die AfD wird den Finger in die Wunde legen an verschiedenen Stellen. Welche Debattenkultur empfehlen Sie denn Ihrer eigenen Partei und insgesamt im Bundestag und auch der Regierung in den kommenden Jahren? Die sich in ein Parlament gehört. Und ich denke, das werden wir auch tun. Aber es ist auch wichtig, dass man im Parlament die Wahrheiten anspricht und sich nicht gegenseitig einlullt. Und da ist ab und zu mal auch ein schärferer Ton notwendig. Ich denke, die AfD hat die Debattenkultur im Bundestag belebt. Sie hat die Debattenkultur in vielen Landtagen belebt. Wir erleben jetzt beispielsweise, dass
Personen und Leute viel lieber wieder mal nach zuschauen bei Debatten. Das, was in den letzten 4 Jahren nicht der Fall war. Und ich glaube, das ist maßgeblich der AfD zu verdanken. Und wir werden das auch weiter tun. Wie denken Sie über die Veränderung der durchaus lebendigen Debatte ja im Bundestag und an anderen Stellen? Also der Bundestag selbst ist spannender geworden, keine Frage. Es liegt aber, glaube ich, auch daran, dass die FDP auch im Bundestag gekommen ist, sicherlich auch die AfD. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, nur ich habe, was die Kulturfrage betrifft, Herr Pasterski, andere Einschätzung. Von Ihnen mal abgesehen, haben Sie Typen in Ihrer Fraktion, mit denen möchte ich nicht nachts über die Straße gehen und denen nicht begegnen. Und das zeigen die auch im Bundestag. Und da werden Sie, wenn Sie hart aus, dann sagen Sie auch, wir werden auch hart reagieren. Und Sie werden sehen, dass wir als Deutsche und Franzosen, die den Motor in Europa wieder anschmeißen werden und nicht in den Nationalismus verfallen, sondern eine faire Humanität, ich sag mal, auf den Vernunft, Grundsätzen von Vernunft, wirtschaftlicher Vernunft, aber auch, auch der Ausprägung der jeweiligen Kulturen, die unterschiedlich sind in den Nationen, auch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, dort Antworten geben. Und Olaf Scholz wird das machen. Das wird, glaube ich, einer der Hauptkonfliktpunkte dieser Legislatur, wird die Europapolitik sein. Und die Begründung für die SPD in die Regierung zu gehen, ist auch, diese Europäische Union zu erhalten, wo wir umzingelt sind von Ländern, Polen, Ungarn, Italien, schwierig. Ja, also die sehr stark nationalistisch engagiert sind. Ich würde sagen, die AfD auch eher Nation. Dann fragen Sie mal, warum. Und nicht Europa. Ja. Weil es in dem Grundkonstrukt der Europäischen Union das nicht vollendet ist. Also gerade was die Frage der Währungsunion betrifft, das ist, mein Glas ist jetzt halb voll, aber es ist, weil es voll geschüttet ist, es fehlen eben noch bestimmte Punkte, um eine Währungsunion dauerhaft tragfähig zu machen. Und wir haben die Chance, das dauerhaft stabil zu machen oder zurückzukehren zum Nationalismus. Und das will ich nicht. Also gerade wenn Sie sehen, Trump kündigt an, Strafzölle einzuführen, wenn wir nicht als Europäer gemeinsam dagegen reagieren und auftreten, haben wir keine Chance mehr in der Weltpolitik Gehör zu finden. Gerade zu Europa gibt es ja 2 völlig verschiedene Konzepte, Herr Pasterski. Ja, sicherlich gibt es da verschiedene Konzepte. Ich möchte aber noch mal auf einen Punkt zurückkommen. Zur Debattenkultur im Deutschen Bundestag. Also, Herr Schneider, ich weiß nicht, ob Sie Debatten in den 70er Jahren gehört haben. Ja, und in den 80er Jahren, sehen Sie, da waren Sie in der DDR wahrscheinlich auch noch so klein, dass Sie gar nicht folgen konnten. Da gab es eine ganz andere Debattenkultur. Sie müssen sich mal einen Herrn Wehner anschauen, einen Herrn Strauß anschauen, wie hart die dort gefochten haben um ihre Position. Und daran werden Sie sich gewöhnen müssen, dass das in Zukunft auch wieder so sein wird. Zu Europa. Ja, also was der Herr Schneider hier redet, sind alles nur Luftblasen. Und wir wollen eine tiefere europäische Integration, wir wollen eine tiefere Währungsunion. Haben Sie denn mal die Menschen gefragt, ob die das tatsächlich wollen? Ja, ob die Deutschen? Nee, ja, Sie haben sie. Nein, Herr Schneider, Sie haben sie. Herr Schneider, Sie haben sie. Ja? Schauen Sie mal, wie Ihre Zustimmungsraten im Moment sind. Ja, ja, Sie sind bei 15%. Und, es sieht weiter aus. Wir haben ein Mandat, aber es sieht weiter, dass es weiter nach unten machen geht. Und das zeigt doch, Umfragen, darf oder ich auch mal Politik ausreden, so, Herr Schneider? Denken, ja? Richtig, oder wollen Sie mir ständig dazwischen reden? Nö, ich sage Ihnen, wenn Sie Quatsch erzählen. Nein. Da hätte ich Ihnen die ganze Zeit dazwischen reden müssen, weil Sie Quatsch erzählt haben. Ah, ja. Dann kommen Sie mal zum Punkt. Wie wollen Sie Europa machen? Ja, wenn Sie mich ausreden lassen, dann kann ich das sagen. Ich bin gespannt. Ja, wissen Sie, ich habe 2 Jahre in der ständigen Vertretung bei der Europäischen Union gearbeitet. Ich weiß, was Europa ist. Sie wahrscheinlich nicht, Herr Schneider. Ah, ja. Ich kann Ihnen nur sagen, dass alle europäischen Nationen, die Sie jetzt offensichtlich als diejenigen bezeichnen, die nationalistisch werden, offensichtlich diese tiefere Integration gar nicht wollen. Wir haben die Visegrad-Staaten, die diese Integration nicht wollen. Wir haben Italien, die diese Integration nicht wollen. Es wollen andere Staaten. Auch Frankreich will nicht die endgültige Integration, weil man seine nationale Identität behalten will. Ich bin jetzt erstmal bei der Europäischen Union. Sie müssen mich einfach ausreden lassen. Ansonsten werde ich das in Zukunft bei Ihnen genauso tun. Oh, das wird sogar gefährlich. Gut. Schwierig für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja. Wenn also, Sie nur noch und von daher, aber und wenn Sie die Währungsunion anschauen, Herr Schneider, Ihnen sollte auch bekannt sein, dass wir mittlerweile Verpflichtungen von 400 Milliarden Euro eingegangen sind. Ja, und zwar beim Euro-Rettungsfonds 400 Millionen Euro. Millionen? Ja, 397 Milliarden Euro. Was haben wir da genau gemacht? 397 Milliarden Euro. Wir haben Target-2-Salden von 950 Milliarden Euro, Herr Schneider. Das heißt, das sind Bürgschaften, ja, die wir gegeben haben, anderen Ländern gegeben haben, von denen wir nicht wissen, ob das Geld wieder zurückkommt. Ja. Das sind 1,3 Billionen Euro. Wir haben eine Staatsverschuldung von 2,12 Billionen Euro. Und jetzt können Sie immer weiter rechnen. Wenn Sie das hochrechnen, allein die Staatsverschuldung, jeder, der hier im Raum sitzt,
hat 25.000 Euro Schulden, ja, die Sie unter anderem mitverursacht haben, weil Sie nämlich in den letzten 20 Jahren 16 Jahre an der Regierung waren, ja, und im Prinzip wenig auf die Reihe gebracht haben. Jetzt habe ich Sie lange ausreden lassen. Sie als SPD, ja, Sie gerieren sich jetzt als der Vaterlandsretter, was Sie nicht sind. Nein, Sie haben dieses Land in eine Lage gebracht, dass beispielsweise das Armutsrisiko bei Arbeitslosigkeit am höchsten in Deutschland ist, nicht irgendwo anders in der Europäischen Union. Und auf diese ganzen Fragen, ja, ob das nun Migration, Eurokrise, EU-Krise, Altersarmut, ähnliches mehr, Herr Schneider. Dazu haben Sie einfach keine Antworten. Ja, ja? Sie reden, aber haben keine Antworten. Geben Sie mir die Zeit und Gelegenheit, darauf zu antworten, so wie Sie Deutschland beschrieben haben. Muss es in Bulgarien besser sein sozial? Das glaube ich ist nicht der Fall. Dieses das Land ich nicht ist gesagt, ein grundsozialdemokratisches Land, dem das, es ziemlich ist gut. Ist kein sozialdemokratisches Land. 99% der Weltbevölkerung, viel, viel mehr Zustimmung. Herr Pasierski, wäre und froh, nicht nur 15%, wenn Sie in Deutschland leben könnten. Und ja, es gibt Probleme, insbesondere bei Langzeitarbeitslosen. Ja, was haben Sie die letzten 20 Jahre dagegen getan? 150.000 zusätzliche Arbeitsplätze. Was haben Sie denn getan die letzten 20 Jahre? Jetzt komme ich mal zu Ihren Zahlen, Herr Pasierski. Ich meine, Sie sind jetzt ein halbes Jahr im Bundestag. Informieren Sie sich bitte. Ich bin nicht im Bundestag. Das sollten Sie auch wissen. Okay. Dann informieren Sie sich bei Ihren Kollegen. Bitte. 300, wie viel Milliarden? 97 Milliarden. Okay, und dafür gibt es keine Bürgschaften. Das ist der Verfügungsrahmen, der grundsätzlich zur Verfügung stünde, um Kredite an andere Länder zu geben, wenn sie vom Kapitalmarkt kein Geld mehr bekämen. Das ist aber nicht das ausgegebene Geld, sondern das steht zur Verfügung, um die Währung zu schützen. Ja, das Sie haben aber gerade einen anderen gegenteiligen Eindruck erweckt. Wenn die Länder was passieren gehen, würde, gehen was wir passiert, diese Verpflichtung was ein. Würde passieren, wenn Sie die Dänemark wieder Länder, einführen? Wenn diese Länder pleite gehen, ja. die wir unterstützt haben, dann sind wir diese Verpflichtung, müssen wir diese Verpflichtung eingehen. Na, da haben Sie mal einen exakten Punkt. Natürlich ist das so. Also sehen Sie, das sind 400 Milliarden Euro. Können Sie jede Debatte im Bundestag verfolgen, in der ich das begründet habe, warum es trotzdem richtig ist, Ländern, die vom Kapitalmarkt abgeschnitten sind. Sie haben eben eine grundsätzlich andere national Nein, das hat nichts mit nationalistischer. Sie haben den Maastricht-Vertrag gebrochen. Doch, ja, so ist das. Und zwar, es gab eine No-Bail-Out-Klausel, ja, Herr Schneider. Hat das Verfassungsgericht. Ja, Sie setzen sich über Verträge hinweg. Sie setzen haben sich dagegen über Verträge ein Blödsinn. Nein, nicht Blödsinn. Ein Blödsinn. Richtig. Ihre ja. Freunde haben dagegen geklagt. Das Verfassungsgericht hat entschieden. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden. All dies ist möglich. Es hat Nein, das ist dafür, nicht möglich. Ich mische mich mal kurz wieder ein. Wir wollen ja die Diskussion, aber ich glaube, beide Ansichten und die sehr verschiedenen Konzepte und Pläne für Europa und die EU sind deutlich geworden. Ja, ich weiß, ich hatte noch gar nicht gesagt, was ich eigentlich haben will. Ich hätte nur Nein gesagt. Also wenn er die Dänemark wieder haben will, was, gern. Was sagen Sie? Sie sagen, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Nein, natürlich nicht. Ja? Natürlich ist es so. Nein, Sie reden ständig, wie toll das alles ist. Wie toll das alles ist, nur die anderen Europäer wollen nicht mehr mitmachen. Die Briten scheiden aus. Warum scheiden denn die Briten aus? Herr Schneider, weil alles so prima ist? Nein, nicht deshalb. Sondern weil die Briten gesagt haben, wir ziehen hier einen Trennstrich. Doch. Nein. Man hört mir zu, genauso wie Ihnen. Ich glaube, man versteht es nicht, wenn zwei reden. Das ist der entscheidende Punkt. Ich glaube trotzdem, die Standpunkte... Ich glaube, der Punkt ist klar. Die wollen Nation. Wir sagen, ja, wir wollen Subsidiarität. Europäische Union wir wollen mit Nation. Nein, wir wollen Subsidiarität. Glaube, wir wollen ein Europa der Vaterländer. Ich glaube, den Zuschauern und Zuschauern sind die verschiedenen Standpunkte klar geworden. Schauen wir auf ein anderes wichtiges Thema. Schauen wir direkt ins Inland, auf die Rentenpolitik. Auch ein wichtiges Thema für die Menschen in unserem Land. Wie will denn da, wenn Sie sagen, den Finger in die Wunde legen, beispielsweise bei dem Thema, wir haben gleich noch andere, aber bei dem Thema, wie will die AfD da die Regierungsarbeit begleiten, ohne ein eigenes, klares Rentenkonzept? Wir sind derzeit dabei, ein Rentenkonzept auszuarbeiten. Wenn es einfach wäre, hätte ja die SPD das in den letzten 20 Jahren gefunden. Es ist eben nicht einfach. Was man aber im Koalitionsvertrag macht, ist, man schiebt die Probleme nach 2025 hinaus. Man sagt, wir erhalten jetzt erstmal die 48% und später sehen wir erstmal weiter. Tatsächlich wird aber keine Lösung herbeigeführt, sondern es wird mal wieder nur in einer Legislatur gedacht. Es wird mal wieder nur darüber nachgedacht, nach dem Motto, ich entscheide so weit, wie ich sehen kann. Aber ein tragfähiges Rentenkonzept kenne ich weder von der SPD, kenne ich weder von der CDU, kenne ich weder von der FDP. Wir sind derzeit dabei, eins auszuarbeiten, aber ich mache auch sehr deutlich, es ist nicht einfach. In welche Richtung wird denn Ihr Konzept gehen oder in welche Richtung, weil wenn Sie gegen die momentane Linie Nein, im Moment wird ja nur festgeschrieben, dass man sagt, 48% sollen erhalten bleiben. Wir haben unterschiedliche Modelle, die derzeit diskutiert werden. Möchte ich auch nicht vorgreifen, weil ich denke, das ist noch zu früh. Aber wir werden auf jeden Fall mit einem Rentenkonzept an die Öffentlichkeit gehen.
Herr Schneider, ja, ich bin ganz gespannt. Das ist ja eine der zentralen Fragen. Ja. Ich behaupte, wie der Sozialstand aussieht und dass die AfD mal sagt, wir überlegen mal, wie das vielleicht gehen könnte, ist zumindest mal bemerkenswert. Wir überlegen nicht, sondern wir arbeiten daran. Ah, ja, gut, okay. Wir sind 5 Jahre Partei, Sie sind wie lange Partei und haben es nicht geschafft? Ich glaube, es gibt eine sehr ordentliche Rente in Deutschland, die Sozialdemokraten... Die durch nichts in der Zukunft gesichert ist und die durch die Massenmigration, eher noch schlechter wird. Ja, ist gut. Ich glaube, es bringt nichts mit Ihnen. Das bringt schon was. Nee, es bringt nichts. Und der entscheidende Punkt, da unterscheiden wir uns so grandios. Wir setzen darauf, dass wir zukünftig Leute, der die arbeiten... Sie können gleich was dazu sagen. Herr Schneider, wir setzen darauf, nicht, dass wir qualifizierte Zuwanderung zusätzlich nach Deutschland bekommen. Jetzt gebe ich Ihnen einen Punkt. Ja. Können Sie gleich darauf antworten. Zuwanderungsgesetz haben wir durchgesetzt gegen die Union, weil wir qualifizierte Zuwanderung brauchen werden, weil wir natürlich... Der Geburtenknick kam und die Babyboomer jetzt in Rente gehen und weniger Einzahler zur Verfügung stehen. Vollkommen richtig. Wir haben darauf reagiert, auf der einen Seite mit einer Verlängerung der Lebenszeit, Rente mit 67, der eine Punkt. Wir wehren uns dagegen, das weiterzumachen. Sie haben das durchgesetzt, dass es nicht weiter erhöht wird. Und dann, wenn Sie die Arbeit in Deutschland gemacht haben wollen, werden Sie qualifizierte Zuwanderung brauchen. Das ist Modernität. Das heißt aber, wir steuern es. Das hat nichts mit Asyl zu tun, sondern ganz klar damit, es muss ein Gesetz dazu geben. Und dieses Gesetz werden wir machen. Ich bin gespannt, was die AfD dazu sagen wird. Dieses Gesetz haben wir schon lange gefordert. Das fordern wir schon seit 2013. Wir fordern schon seit 2013. Seit 2013, 5 Jahre. Also es ist gut, wenn man die Grundrechenraten beherrscht. Ja? Also 2013 haben wir schon gefordert, dass wir qualifizierte Zuwanderung wollen. Wir wollen ein Einwanderungsgesetz à la Kanada. Da haben Sie sich als SPD dagegen gesträubt, da haben sich die anderen dagegen gesträubt. Sie haben gesagt, nein, das wollen wir nicht. Was Sie derzeit tun, ist, ja. Sie holen vollkommen unqualifizierte Leute in dieses Land, lassen jeden in dieses Land. Ja, wir haben mittlerweile 60-70% unqualifizierte Analphabeten, Leute, die keine Berufsausbildung haben, die hierher kommen, ja, die dem Sozialstaat auf der Tasche liegen Warum kommen die gerade her? Ich kann nicht Ihnen sagen, warum die herkommen. Aus Nordafrika beispielsweise. Aus Nordafrika und auch aus Arabien kommen die Leute, weil sie genau wissen, weil da Bomben fallen. Wir reden nicht von Flüchtlingen. Wir sprechen von Armutsmigration, Herr Schneider. Ja, und wir haben eine riesengroße Armutsmigration. Ja, und diese Leute kommen hierher, weil sie wissen, dass sie hier ein besseres Leben haben und weil wir natürlich auch Wohltaten über sie ausschütten. Wir haben offensichtlich das attraktivste Sozialsystem für Leute, denen man gar keinen Vorwurf machen können muss, weil sie nämlich genau das tun, was wir ihnen im Prinzip gewährleisten. Sie dürfen hierher kommen, sie können hierher kommen ohne Pass, sie brauchen nur Asyl zu sagen, werden aufgenommen, kriegen einen Aufenthaltsstatus, werden nicht mehr abgeschoben. Aha. Die Leute wären doch dumm, wenn sie nicht hierher kommen. So, Sie haben in den letzten Jahren haben Sie fast 2 Millionen Menschen hier reingelassen, von denen wir dauerhaft wissen, dass sie nicht zu unserem Wohlstand beitragen Sie wissen werden. Deutlich mehr, nicht zu unserem Wohlstand beitragen. Hören Sie sich Hans-Werner Sinn an, Herrn Raffelhüschen an. Hans-Werner Sinn hat das IFO-Institut geleitet. Herr Raffelhüschen ist ein Professor, der gesagt hat, eine Million dieser Migranten wird uns in der Lebenszeit etwa 900 Milliarden Euro kosten. Herr Sinn spricht von 450 Milliarden Euro. Also das sind alles Kosten, die auf unsere zukünftigen Generationen zukommen. Wissen Sie, ich verstehe Ihre Arroganz. Also sind Sie jetzt für Asyl oder Sie sind reden, Sie nicht dafür? Sie reden über wie wollen Leute, Sie das eigentlich Sie machen? Reden über wie Leute, Frau Storch, wollen Sie Leute erschießen an der Grenze? Sie sind doch ein... Das ist doch Ihre Abgeordnete aus Berlin. Wissen Sie, das ist eine dumme Argumentation. Nee, das hat sie gesagt. Eine ganz dumme Argumentation ist das. Sie wissen, das war leider die Wahrheit. Nein, das war nicht die Wahrheit. Sie müssen sich das anschauen. Sie kolportieren immer nur Phrasen. Sie sagen, wiederholen irgendwelche Dinge. Das zeigt, dass Sie offensichtlich nur Zeitung lesen und sich nicht tiefer informieren. Leider muss ich mir das im Bundestag lassen wir uns aufs Thema gucken und nach vorne schauen. Ja. Horst Seehofer, neuer Innenminister ab dieser Woche, hat einen Masterplan angekündigt für schnellere Bearbeitung von Asylanträgen und auch schnellere Abschiebungen. Ist das die Antwort der Großen Koalition jetzt, der gemeinsame Plan von Union und SPD?
Ja, das ist die Umsetzung des Rechts. Ich bin der Auffassung, dass Asyl ist ein Grundrecht, das gilt einzuhalten. Der absolute Mehrzahl der Leute, die zu uns gekommen sind, sind Kriegsflüchtlinge. Ja, es gibt auch ein paar aus Nordafrika. Ja, ich bin der Auffassung, dass sie natürlich kein Grundrecht haben auf Asyl in Paderewski. Oh, meine Güte. Darf ich mal ausreden? Wir haben im Bundestag beschlossen, dass das sichere Herkunftsländer sind. Niemand von der SPD sagt, die Leute aus, die keinen Asylgrund haben, aus Nordafrika. Sie überprüfen doch überhaupt nicht, wo die Leute herkommen. Die sagen, ich bin Syrer und damit nehmen wir die auf. Natürlich werden die alle überprüft. Mittlerweile bekennen sich sogar ehemalige Libanesen als Syrer hier in Berlin. Das haben sie auch schon gesehen, ne? Von den Clans. Nein. Weil sie genau wissen, dass sie dann Asyl kriegen. Im Zweifel sind das Palästinenser. Wir wollen hören, wie der Masterplan aussehen wird, was die Große Koalition bei diesem Thema machen wird. Durchsetzung des Rechts. Der entscheidende Punkt ist, das Recht ist relativ klar, wer Asyl bekommen kann und wer nicht. Und es gibt ein Durchsetzungsdefizit, absolut, und darauf wird reagiert. Und das Reagieren ist, schnellere Erkenntnisse, wo kommt jemand her, deswegen sitzt dann auch jemand mit da, der sehr genau guckt, zuhört, was für eine Sprache wird dort gesprochen. Ist es realistisch, dass derjenige aus Tunesien kommt oder ob er aus Syrien kommt? Das alles passiert. Muss man sich nur anschauen. Ja? Und dann müssen, ja, natürlich kann man das erkennen. Natürlich, klar. Natürlich. Ja, aber wie hört man auch, dass ich Thüringer bin oder nicht? Und zum Zweiten werden dann diejenigen. Und dann werden diejenigen auch abgeschoben, wer hier kein Rona hier. Vollkommen klar, das muss nur durchgesetzt werden. Und das ist der entscheidende Punkt. Gibt es Veränderungen zu der bisherigen Politik auf diesem Feld? Naja, sagen wir mal so, einer der entscheidenden Punkte ist, es hängt an den Ländern auch, weil sie zuständig sind für die Umsetzung dann letztlich. Für die Umsetzung. Was würden Sie, wenn Sie an der Regierung wären, bei diesem Thema jetzt anders machen als das, was im Masterplan oder mit dem Masterplan angekündigt von Horst Seehofer? Ja, also das sind alles Lippenbekenntnisse. Schauen Sie nur nach Berlin. In Berlin haben wir 40.000 Personen, die eigentlich keinen Aufenthaltsstatus mehr haben, die eigentlich abschiebepflichtig oder ich sag mal ausreisepflichtig sind. Sie werden nicht abgeschoben und Berlin wird von einer rot-rot-grünen Regierung geführt. Und so haben sie das in anderen Ländern auch. Das, was Sie jetzt hören, das ist einfach Schaufensterpolitik. Das, was man nach außen sagt, tatsächlich setzt man nicht um. Wenn Herr Seehofer tatsächlich jetzt einen Masterplan hat, dann frage ich mich natürlich, warum er den für Bayern nicht umgesetzt hat, als er noch Ministerpräsident war. Was im Moment passiert, sind viele schöne Worte. Allein ich glaube diese schönen Worte nicht, weil ich auch nicht glaube, dass das umgesetzt wird. Das heißt, Sie sagen, was auf dem Papier steht, da hat die AfD gar nicht viele Ergänzungen, sondern sie glauben nur schlicht nicht daran, dass das umgesetzt wird. Nein, ich denke, wir müssen zunächst mal dafür sorgen, dass wir nur noch Menschen in dieses Land lassen, die sich auch tatsächlich ausweisen können, von denen wir wissen, wo sie herkommen und von denen wir wissen, was ihr Hintergrund ist. Indem wir Ausweispapiere fordern. Nee, so einfach ist das so, indem sie beispielsweise Grenzkontrollen wieder einführen. Ah. Wir haben über viele hundert Jahre, Herr Schneider, aber so alt sind Sie auch noch nicht. Und Geschichte ist offensichtlich auch nicht ihr Ding. Wir haben über viele hundert Jahre haben wir unsere Grenzen geschützt. Die DDR, wo Sie herkommen, hat übrigens ihre Grenzen sehr gut geschützt, wollte ich Ihnen nur sagen. Wir haben unsere Grenzen geschützt. Eine Mauer. Es funktioniert. Sie hätten also gerne wieder eine Mauer. Grenzkontrollen mit Selbstschussanlagen. Man braucht nur Grenzen. Ist das Ihre Alternative? Sie sind einfach nur unerträglich, nee. Herr Schneider. Sie sind ein unerträglicher Mensch. Ich finde das sehr genau, dass ich das nicht will. Ich will das? Ja, das haben Sie eben gesagt. Die DDR wäre gut gewesen, die hätte ihre Grenze geschützt. Sie wissen, dass da Mauertote gab. Ich habe auf der westlichen Seite, würde ich mich auf der westlichen Seite gestanden dessen, und habe das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer verteidigt, lieber Herr Schneider. Ja? Ganz im Gegensatz zu Ihnen, der mit 22 ins Parlament gegangen ist, noch niemals irgendwo ehrlich jetzt Geld verdient hat. Ja, will ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Wie wollen Sie denn für den Arbeitnehmer auf der Straße sprechen? Sie sind mit 22 ins Parlament, haben 14.000 Euro im Monat verdient. Ja. Jetzt verdienen Sie wahrscheinlich 20.000 als parlamentarischer Geschäftsführer, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ja. Sie wissen doch gar nicht, welche Sorgen der normale Bürger hat. Und genau das werfe ich Ihnen vor. Sie reden hier wie der Blinde von der Farbe. Ja, es ist tatsächlich so. Und nehmen einfach die Besorgnisse der Bevölkerung überhaupt nicht auf. Nö. Die Bevölkerung hat ganz andere Probleme als Sie. Lassen Sie kurz nach diesen ganzen Vorwürfen. Wie hoch ist Ihre Pension eigentlich?
Also dafür habe ich 41 Jahre gearbeitet. Beim Staat, richtig? Ich habe mich dafür entschieden, Soldat zu werden und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes zu verteidigen. Und zwar auf der westlichen Seite, Herr Schneider. Was haben Sie für diesen Staat getan? Sie waren Zivildienstleister. Gut, das will ich sagen, okay, das ist auch in Ordnung. Ja. Und dann sind Sie mit 22 Jahren ins Parlament. Sind Sie mit 22 Jahren ins Parlament? Haben nie was anderes gesehen als Bonn und dann Berlin. Wahrscheinlich haben Sie auch noch einen verklärten Blick auf die nationale Volksarmee. Ich kann Sie doch gar nicht ernst nehmen. Ja, dann frage ich mich, warum Sie heute zugesagt haben, Herr Pasterski. Weil ich nicht geglaubt habe, dass Sie so ausfallend werden. Oh. Ja. Also machen Sie auf. Ausfallend war Ihre Äußerung, das sage ich Ihnen als ehemaliger Bürger der DDR. Dass die Mauer, die die DDR gebaut hat, Unsinn, das habe ich doch gar nicht gesagt. Angesichts dessen, dass wir hier in Berlin Mauertote genug haben. Ich habe gesagt, man kann die Grenze schützen. Reden Sie keinen Unsinn, unterstellen Sie mir nicht, was ich nicht gesagt habe. Dass Sie ganz nah an der Diktatur sind, hat man daran wieder gemerkt. Reden Sie nicht darüber, Sie unterstellen mir etwas, was ich gar nicht gesagt habe. Das ist typisch SPD und das ist typisch SPD-Politiker. Bevor das Ganze weiter eskaliert, es gab... Es wird nichts eskaliert. Endlich war die Maske mal unten. Es gibt ja, ach, Sie reden doch so einen großen Unsinn. Unabhängig von Ihrer Diskussion untereinander muss ich nachfragen zu dem Punkt, zu den Grenzen der DDR, die gut geschützt wurden, was Sie eben gesagt haben. Wie meinen Sie das im Vergleich zu unseren Grenzen heute? Herr Pasterski, Sie wissen, wie das wirkt, wie man so eine Aussage wahrnimmt, woran die Menschen sich erinnern und denken, wenn man hört, DDR-Grenze, die geschützt wurde. Wie meinen Sie das im Vergleich zu der heutigen Grenze? Wir haben doch früher in der Bundesrepublik unsere Grenzen auch geschützt. Es gab einen Bundesgrenzschutz, da gab es eine Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. Mittlerweile sagen wir, toll, dass das alles weg ist. Wir stellen fest, dass das nicht mehr so toll ist, dass die Grenzen nicht mehr gesichert werden. Weil wir haben jetzt eine Massenmigration nach Deutschland. Es wird nicht kontrolliert. Hier kommen Leute nach Deutschland, von denen wir nicht wissen, woher sie kommen. Wir wissen nicht, was sie im Sinn haben, sind es Terroristen und so weiter und so fort. Das heißt, wofür wir einstehen, ist eigentlich, wir möchten, dass unsere Grenzen wieder demokratisch ganz normal kontrolliert werden. Was hat das mit der DDR-Grenze zu tun, bei der wir an die Mauer denken, an dass die DDR Mauertote? Ihre Grenze ganz extrem geschützt hat, ja, und zwar in einer Art und Weise, die anders, ich sag mal, die menschenverachtend war. Natürlich, menschenverachtend war das früher. Aber Sie haben es eben als... Das so rübergekommen ist, habe ich das nicht so gemeint. Weil ich will auch sehr deutlich sagen, wissen Sie, ich habe 41 Jahre lang für das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes eingestanden. Ich habe einen Eid geleistet auf dieses Volk. Ja? Und diesen Eid, den sehe ich heute immer noch als ganz, ganz wesentlich, auch als Politiker, habe ich einen Eid bzw. eine Verpflichtung diesem Volk gegenüber und das will ich wahrnehmen. Sehen Sie, und da gibt es einen großen Unterschied, um auf den Punkt Mauer zurückzukommen, wenn Sie die Grenze sehen, habe ich auch nicht ohne Grund gefragt, wie Sie die Grenze schützen wollen. Ich möchte, dass wir die Außengrenzen der Europäischen Union schützen. Dass dadurch klar wird... Schaffen wir doch nicht. Gut, dann sagen Sie mir doch mal, wie Sie es in Deutschland schaffen wollen. Dann müssen Sie in der Konsequenz bereit sein, eine Mauer Sie können beispielsweise auch grüne Grenzen. Ich will ja nur die Alternativen aufzeigen. Sie können auch grüne Grenzen überwachen. Und zwar durch technische Mittel können Sie die beispielsweise überwachen. Es geht ja darum, dass wir tatsächlich eine Kontrolle haben. Deswegen will der Trump auch eine Mauer bauen in Mexiko, weil er das so gut hinkriegt. Wer in dieses Land kommt, wir wollen doch eine Kontrolle haben. Wir möchten doch keine Terroristen hier haben. Das will doch keiner. Wir mittlerweile 730 Gefährder in Deutschland haben, oder? Das wissen Sie. Das weiß ich sehr genau. Wir haben über 10.000 Salafisten in Deutschland. Das sind potenzielle Terroristen. Die brauchen nur radikalisiert zu werden. Und es sind auch viele Deutsche, und schon übrigens, haben wir die nach Syrien gegangen sind. Ein riesengroßes Problem. Ja. Haben wir ein riesengroßes Problem. Absolut. So. Und dieses Problem möchte ich doch lösen. Ja, ich möchte erst mal wissen, wer nach Deutschland reinkommt. Sind viele Deutsche dabei, ich möchte auch beispielsweise die Zuwanderung kontrollieren. Ich möchte doch keine unkontrollierte Zuwanderung haben. Ich möchte doch nicht jeden hier in das Land lassen, der nur sagt, doch, das machen wir doch aber im Moment. Natürlich tun wir das im Moment. Dass die Situation nicht einfach ist und es keine einfachen Antworten gibt, seit den vielen Migranten, die ins Land gekommen sind, da sind sich, glaube ich, alle einig. Herr Schneider, bei dem Thema Einwanderung und insgesamt auch bei anderen Themen, wo Wählerinnen und Wähler von der SPD, aber auch von der Union, von anderen Parteien zur AfD in den vergangenen Jahren abgewandert sind, sich umentschieden haben. Wie will die,
oder will die SPD überhaupt Wählerinnen und Wähler zurückgewinnen? Ich kämpfe um jeden, um jede einzelne Stimme. Ich kämpfe nur nicht mit Angst. Das, was die AfD macht, ist Angst zu schüren. Und ich glaube, dass wir das als machen die Grünen seit 40 Jahren. Ich bin doch bei der SPD. Ja? Ich bin doch in einer fortschrittlichen Partei, der selbst, die sich selbst, wo Klimawandel, die kommen drauf, dass Waldsterben und ähnliche Dinge mehr. Machen okay. Die Grünen seit 40 Jahren. Das sind Dinge, Punkte, 10, ne? Wo wir, glaube ich, Vertrauen zurückgewinnen können. Dieses Land ist toll und großartig. Aber sie haben, wir als SPD, wir haben Vertrauen verloren. Das werden wir versuchen, wieder zu gewinnen. Mehr kann ich an jetzigen Punkt nicht sagen. Und dann hofft man, dass das klappt. Ein großer Teil der Wählerinnen und Wähler der AfD bei der letzten Bundestagswahl waren auch Protestwähler. Wie wollen Sie diese Menschen langfristig halten? Beziehungsweise anders gefragt, wo sehen Sie die AfD langfristig? Bei eher 10% bundesweit oder glauben Sie, sie werden noch mehr Zulauf bekommen? Also die AfD hat mittlerweile einen festen Wählerstamm, der etwa bei 7-8% liegt. Sicherlich sind da auch Protestwähler, die darüber hinaus dabei sind. Ich denke, solange die Altparteien genau diese Fehler machen und sich nicht um die Probleme der Bevölkerung kümmern, die nämlich tatsächlich latent vorhanden sind und nicht angepackt werden, wird die AfD weiterhin Zulauf bekommen. Und ich sehe mittel- und langfristig sehe ich die AfD als eine Volkspartei, die sicherlich auch der SPD den Rang ablaufen wird. Die SPD, warum sollte man denn heute noch SPD wählen? Das, was die SPD macht, macht eigentlich schon die Kanzlerin, die CDU. Und wenn ich tatsächlich ganz sozialistisch wählen will, wähle ich die Linken. Also die SPD ist im Prinzip obsolet geworden. Wir sehen das in allen anderen europäischen Ländern. In Italien sind sie hinten runtergefallen, in Frankreich sind sie hinten runtergefallen, in allen anderen europäischen Ländern. Die Sozialdemokratie hat ihren Zenit überschritten und das muss sie einfach hinnehmen. Herr Schneider wird da anderer Meinung sein. Ich bin da grundsätzlich anderer Auffassung. Ja, die natürlich, SPD, das müssen Sie ja auch sein. Seit 155 Jahren ist dieses Land geprägt wie keine andere Partei. Das bestreitet die Verfassung niemand. Durchgesetzt. Das bestreitet niemand. Und wir garantieren sie auch. Und im Übrigen entwickelt sich eher die AfD, wenn ich mir Herrn Pockenburg und die ganzen ostdeutschen Landesverbände, und Sie sind stellvertretender Bundesvorsitzender hier sehe, angucke, eher in die rechtsextreme sie Richtung. Sehen, sie ich sage sehen, das nicht dass zu wir, Ihnen. Dass wir ich sage das aber sehr, reagieren, sehr klar dass zu wir dem, eindeutig was reagieren. Ich komme aus Thüringen, wissen Sie, ich habe den Herrn Höcke als Fraktionsvorsitzenden im Thüringer Landtag von der AfD. Völkischer geht es kaum noch. Und da müssen Sie sich entscheiden, sind Sie völkisch-national oder konservativ-national? Diese Frage muss die AfD entscheiden und ich habe den Eindruck... Es geht gar nicht um völkisch-national. Ich habe den Eindruck, dass sich dieser Flügel... National-konservativ. Pegida, was ist mit Pegida? Sie haben eigentlich einen Beschluss gefasst, nicht mit Pegida sich gegenseitig aufzutreten und zu kooperieren. Der ist aufgehoben worden. Nein, ist nicht aufgehoben worden. Sehen Frau Sie, Petri ist Sie, sofort Sie wissen, abgeschossen worden. Sie haben immer ein gesundes Halbwissen. Sie reden hier über Dinge... Ja, dann klären sagen, Sie mich auf. Ja, Sie behaupten etwas. Nein, wir können beispielsweise Menschen nicht verwehren, dass sie an einer normalen Demonstration teilnehmen. Ja? Ja, genauso wie ich Ihnen verwehren kann, dass Sie beispielsweise jetzt auch zu einer Pegida-Demonstration gehen. So können wir unseren Mitgliedern auch nicht verwehren, dorthin zu gehen. Das mag in anderen Parteien anders sein. Eine Empfehlung aber in der, könnte man in der aber AfD geben. Das, gibt es eine Empfehlung? Die Empfehlung ist doch ganz eindeutig. Die lautet? Wir sagen, dass bei Pegida-Demonstrationen dürfen beispielsweise AfD-Mitglieder weder mit Symbolen auftreten, und sie können dort dabei sein als ganz normale Bürger. Aber die AfD soll nicht sichtbar sein. Und auch bei AfD-Veranstaltungen darf Pegida beispielsweise nicht mit Symbolen auftreten. Das heißt, aber natürlich können auch Pegida-Teilnehmer bei AfD-Demonstrationen mitlaufen. Wir können das denen doch nicht verwehren. Das ist doch ein demokratisches Recht. Ist auf seinem Grundgesetz festgeschrieben. Ja? Also auf der einen Seite sagen wir, wir wollen die Bürgerrechte hochhalten. Auf der anderen Seite sagen wir, aber da darfst du nicht hin. Nee, das geht nicht. Wenn, dann muss man schon konsequent sein. Auch nach dieser konsequent rechts, so wird es sein. Wir nähern uns dem Ende, wir haben noch einige Minuten, aber ich glaube, wir können sagen, nach dieser Debatte, es werden interessante 3,5 Jahre, auch gerade in der Debattenkultur. Geht an Sie die Frage, was die nächsten 3,5, 4 Jahre angeht in Richtung AfD. Sie haben ja selbst auch Ihre Erfahrung mit den Flügeln und mit der Ausrichtung und der Richtungsfindung der AfD gemacht. Wie groß sehen Sie die Chance, dass die AfD wirklich so, wie sie jetzt ist, mit ihren verschiedenen Flügeln die kommenden Jahre auch zusammenhält? Die AfD wird zusammenhalten. Sicherlich gibt es in jeder Partei gibt es unterschiedliche Strömungen und Richtungen. Das ist in der AfD nicht anders. Das ist auch in der SPD nicht anders oder in der CDU. Man muss schauen, was sehr wichtig ist, auch in jeder Partei,
die Kontrahenten, die sich da auseinandersetzen müssen, auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, also des Grundgesetzes, stehen. Und auf diesem Boden sind eigentlich alle Auseinandersetzungen erlaubt. Und das ist für mich auch das Spielfeld, auf dem wir uns bewegen und bewegen müssen. Wer dieses Spielfeld verlässt, hat in der AfD nichts verloren. Das ist meine feste Überzeugung. Die AfD ist eine demokratische Partei. Die AfD steht auf dem Boden des Grundgesetzes. Und ich bin sicher, dass die AfD eine große Zukunft hat. Lassen Sie mich aber noch einen Punkt machen. Ein Punkt, der überhaupt nicht angesprochen worden ist. Die Zukunft dieses Landes. Digitalisierung. Ja, wenn Sie sich mal anschauen, dass beispielsweise Studien davon ausgehen, dass 2030 37% der Arbeitsplätze durch Digitalisierung wegfallen. Dann frage mich, wo sind die Antworten im Koalitionsvertrag? Herr Paseski, ein Thema, das wir schon oft hier in der Sendung angesprochen haben, natürlich dann mit anderen Gästen, nicht Ihnen beiden, aber ich versichere Ihnen, wir werden das Thema weiterhin begleiten. Es ist ein wichtiges Thema in den nächsten Jahren. Bleibt mir übrig, Ihnen beiden für die doch sehr angeregte Diskussion zu danken heute Abend.